weiter geht's in dem Raum mit dem Mann. Wer, der steht auf. Wer? Als ob sein Gesicht geschwollen wäre. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich hoffe, der steht nicht auf. Ah, da habe ich eine Maske gesehen. Schnell. Gift. Sein Gesicht sieht wirklich geschmolzen aus. Ein Stromschalter. Kann ich den auch umlegen? Nein. Schnell Maske ab und kein Giftgase mehr. Ein winziger Gas reißt im Kanister und schon brennen meine Augen. Ich bin froh, dass ich nicht früher hierher gekommen bin. Na gut. Da passiert nichts. Absolut nichts. Speichere ich mal hier kurz. Und jetzt muss ich hier rüber zurück. Es muss doch gehen. Eine extra Kiste. That is the most fun I've had in my entire life. Which isn't saying much. Ich speichere nach dem Moment nochmal. Los, raus hier. Laden. Speichern nach dem Rausgehen. This is residential. The Archaic asks that viral biologists do not take their work home with them. Ich hab's nicht ganz verstanden. Warum war auch kein Untertitel eingeblendet? War speichern nach Natur ist kein gutes Zeichen. Hä? Was ist in der Tür? Vielleicht ist es nur meine Fantasie, aber ich glaube, ich kann etwas von jenseits der Tür hören. Das ist kein gut. Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Es muss einen Weg hier weggeben. Jetzt bin ich hier wieder. Egal. Hier ist ein Speicherpunkt, das weiß ich. Aber eins kann ich jetzt sagen. Die Viecher müssten jetzt wieder weg sein. Weil eigentlich ist das so, wenn man den Raum verlässt, dass die Viecher... und ein Ladebildschirm kommt, dass die Viecher wieder weg sind. Das klingt gerade nicht so danach. Mann. Ich gehe jetzt trotzdem dahin, wo das war. Hier. Eine Umkleide mit Blut, Stein. Und mal gucken. Fackel. Batterien. Oh.
schlimme Erfahrung gerade. Alter, das ging ja gar nicht. So, gucken wir nochmal auf die Karte. So. Infirmary war ich. Residential Area 3 kam ich noch nicht rein. Computer-Dings, da war ich auch. Library komme ich noch nicht rein, habe ich keine Hand für. Storage war ich gerade. Machine Room, da muss ich durch den Airlock. Airlock, das klingt gut, wegen Giftkappe bestimmt. Irgendwas ahne ich da schon. Aber ich stehe vor Raum 109, gehen wir mal da reingucken. Ach, hier war ich schon. Hier kam der erste Gegner. Gut. Wo geht's zum Airlock? Ach, einfach hier lang. Was hast du dir notiert? Der Korridor zum Maschinenraum ist voll giftigem Gas. Ah. Tödliches Gas strömt in den Raum. Okay. Rein da. Ich habe Angst. Komme ich auch wieder zurück? Die Tür ist versperrt. Höchstwahrscheinlich wegen des Gaslecks. Ich kann hier erst raus, wenn das Gas abgeschaltet ist. Na, ganz toll. Hey, das ist ein Ventil. Mit dem hohen Druck in dem Rohr strömt das Gas aus dem Ventil. Verdammt, verklemmt. So, was haben wir hier? Brennende Fässer. Verbranntes Gummi. Ich hasse diesen Geruch. Okay. Der Motor ist außer Betrieb. In der Tür. Abgesperrt, aber das Schloss sieht etwas plump aus. Wie krieg ich's auf? Etwas Gegenwert? Nö. Dafür muss hier doch was sein. Anscheinend ist hier unten ziemlich. Ist es hier unten ziemlich heiß. Vielleicht wird Strom und Wärme über ein geothermales System erzeugt. Okay. Gucken wir mal. Hey, das ist eine Tür. Gar nicht gesehen. Bewegt sich nicht. Fuck it. Hey, eine Stange. Kann ich die benutzen? Gucken wir mal nach. Oh, klemmt sie automatisch ein. Und jetzt? Okay. Oh, da liegt ja noch einer. Okay, die Tür ist draußen. Da ist ein Gang. Ah, Speicherpunkt, ich liebe dich. Es ist so, als ob ich sicher wäre, wenn ich in ihnen bin. Als ob ich nichts zu verlieren hätte. Clemens ist dort jedoch nicht bei mir. Okay. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Nichts, nichts, nichts. In Schubladen. Nichts. Nichts. Und Batterien, die ich eh nicht brauche, weil ich diese Taschenlampe hier eigentlich nie benutze. Weil das ist einfach besser. Egal. Computer. Steam Pressure Statistik. Ventilkontrollinterface. Manueller Modus. Manueller Modus bei Überbrückung der Ventile 56 bis 89 fehlgeschlagen. Okay. Dann was das andere? Machen wir mal Ventil auf. Mal zu. Ach, auf. Das war zu. Gut. Speichern. Oh. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Okay. Was haben wir hier? Eine Tür. Es funktioniert nicht. Kriege ich also die Tür. Oh, die kriege ich doch auf. Hey, da liegt schon wieder einer. Keine sichtbaren Traumaspuren, aber er tot ist er sicherlich. Na gut. Es fällt die Tür fast von alleine raus und jetzt ist sie fest verschlossen. Wie kann das sein?
Ich kenne ihre Funktion nicht, aber diese Maschine ist zweifelsfrei wie eine elektrische Zeitbombe. Hand absägen, um hier rauszukommen? Wie soll es denn funktionieren? Fuck. Let me guess. That was an important corpse. Fuck. Fuck it. Wie komme ich hier raus? Auf zur Leiche! Gut. Das war nicht der Plan. Ich mache irgendwie das Ding hier. Oh. Durch Zufall das Richtige getan. It's not too late to just slam your head against the wall until you pass out, you know. It might be easier than carrying on. You know, the one thing that keeps me going is that when I finally work out how to end all this, you're coming with me. Okay, können wir die Gänge lang? Den auf jeden Fall nicht. Ich glaube nicht, weil sonst würden die anderen Gänge automatisch irgendwie aufgehen. Alter, das war böse. Natürlich muss ich die an. Oh, da liegt eine Hand. So. Ich gehe hier jetzt noch speichern. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin MK Indiana Jones.